Jetzt kommen wir auch wieder zu etwas, das jeder von uns beeinflussen kann oder die Betroffenen versuchen können zu beeinflussen, nämlich den Krebsalltag selbst zu managen. Wir sind jetzt auch hier schon in der Managersprache. Wie können Betroffene und Angehörige dabei unterstützt werden, zum Beispiel von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen oder von anderen Personen? Wir wissen, dass Wissen vieles vereinfacht im Umgang mit der Krankheit im Alltag. Und wie man sich dieses Wissen aneignet, das sagt uns jetzt Manuela Eicher. Sie ist Pflegewissenschaftlerin an der Universität in Lausanne. Guten Tag oder guten Nachmittag, Frau Eicher, Sie haben Ja. das Wort. Guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, mit Ihnen hier zusammen sein zu können heute und teile jetzt meine Folien. Die sollten Sie jetzt sehen. Also herzlichen Dank nochmal für die Einladung, die mich sehr gefreut hat. Und ich werde versuchen, jetzt in den nächsten 20, 25 Minuten so einen Überblick zu geben. Ich selber sehe die Diskussion nicht, die Fragen, aber die werden Sie ja dann, Frau Erding, schön zusammentragen am Ende, weil wir in Lausanne einen Schwerpunkt setzen auf Immuntherapien in der Onkologie, ein Riesenzentrum für personalisierte Forschung in der Onkologie gebaut haben, das Agora. Und sehr viele Ressourcen laufen eigentlich in die linke Seite dieser Grafik, wo wir uns mit den verschiedenen genetischen und anderen Voraussetzungen für die Entstehung von Krebszellen interessieren. Als Pflegewissenschaftlerin ist es mir aber ein Riesenanliegen, dass wir auch genauso viel eigentlich Ressourcen stecken sollten in das bessere Verstehen dessen, was passiert in der Person und ihrem Umfeld, wenn sie an Krebs erkrankt. Das heißt, was bedeutet das für die Person selber mit ihren Überzeugungen, mit ihrem Wissen, mit ihren Erfahrungen, aber auch für die Familie, für die Angehörigen, die Freunde, die Arbeitskollegen, das weitere soziale Umfeld? Und wie stark wird das alles auch beeinflusst durch das lokale Umfeld, die Kultur, die uns umgibt, aber vielleicht auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Und das möchte ich meinem Vortrag so voranstellen, weil ich glaube, die Kultur des Selbstmanagements ist in der Schweiz noch nicht sehr weit entwickelt, insgesamt bei chronischen Erkrankungen, aber ganz spezifisch nicht bei Krebserkrankungen. Das kommt erst langsam auf. Und wir verstehen uns in Lausanne mit meiner Forschungsgruppe, aber auch mit den Pflegenden ein bisschen als diejenigen, die sich stark engagieren wollen in diesem Bereich und arbeiten diesbezüglich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz zusammen. Ja, aber zunächst mal eben, Sie haben es schon so schön gesagt, Frau Erding, jetzt kommen wir auch noch, jetzt ökonomisieren wir auch noch den Umgang mit der Erkrankung. Selbstmanagement ist ein Begriff, der aus dem Englischen kommt, Self-Management. Und ich mag den Begriff selber auch nicht so genau, so gerne. Deswegen würde ich gern zuerst mal mit Ihnen angucken, was bedeutet das eigentlich, wenn wir über Selbstmanagement sprechen. Grundsätzlich muss man sagen, die Krebsversorgung heute muss sich der Herausforderung stellen. Das ist ja sehr erfreulich, dass sich die Überlebenschancen verbessert haben. Wir haben das heute Morgen mehrmals gehört, dass es ganz viele neue Therapieformen gibt, insbesondere auch in Ihrem Bereich, dass wir mit längeren, besseren Überlebensraten rechnen können. Das ist sehr erfreulich, bedeutet aber auch, dass wir immer mehr Angebote eigentlich machen müssten, wie man denn langfristig mit dieser Krebserkrankung lernt zu leben. Und damit reiht sich Krebs eigentlich in die chronischen Erkrankungen ein. Wir haben es auch zu tun mit verkürzten Spitalaufenthalten und dadurch mit deutlicher Zunahme an einer Versorgung im ambulanten System oder zu Hause. Und das alles bedeutet für Patientinnen und Patienten, dass sie sich auseinandersetzen müssen mit den Zeichen und Veränderungen der Erkrankungen. Sie müssen erkennen, was ist krank, was ist gesund, was hat mit der Krankheit überhaupt zu tun und was ist eigentlich normal. Muss ich das zurückmelden? Kann ich es selber irgendwie managen? Ich komme auf den Begriff zurück. Sie müssen sehr komplexe medizinische Informationen verarbeiten. Wir haben es heute Morgen gesehen. Es gibt wahnsinnig viele neue Informationen. Es gibt immer wieder neue Therapien, die auf den Markt kommen. Und man muss sich ja aktiv auch in dieser Entscheidungsphasen immer wieder positionieren und dafür erstmal verstehen, worum geht es eigentlich.
Es gibt lange, komplexe Behandlungspläne. Je nach Erkrankung kann es sogar bedeuten, dass man wirklich über Jahre Therapien einnehmen muss. Und diese Behandlungsoptionen haben auch akute, aber auch langanhaltende Effekte, mit denen man umgehen lernen muss. Gleichzeitig sollte man einen gesunden Lebensstil pflegen, um das Risiko von Spätfolgen zu verringern. Und häufig ist es so, dass man nicht nur einer Krebserkrankung leidet oder mit einer Krebserkrankung zu tun hat, sondern vielleicht auch noch andere Erkrankungen hat und dadurch eben plötzlich diverse Medikamente einnehmen muss. Und zu allem dazu kommt auch noch, dass man lernen muss, mit einem veränderten Selbstwertgefühl umzugehen, also seine Rolle neu definieren muss und damit einhergehend auch mit großen emotionalen und existenziellen Problemen umgehen lernen muss. Und das alles bedeutet, dass man immer wieder im Laufe einer Krebserkrankung in eine Disbalance geraten kann. Also dass man überfordert ist mit Informationen, überfordert ist mit der Situation, mit der Erkrankung selbst, aber vielleicht auch mit dem Umgang des familiären Umfeldes mit dieser Erkrankung. Und Selbstmanagement bedeutet eigentlich, so definiert es zumindest das BAG, was Menschen, die mit lang andauernden Krankheiten und ihre Angehörigen, was die unternehmen, um ihr Leben mit den täglichen Herausforderungen zu meistern und immer wieder eine neue Balance zu finden. Und in diesem Sinne ist es eben ganz wichtig, dass wir hier in der Gesundheitsversorgung auch einen anderen Zugang finden, wie wir mit Betroffenen zusammenarbeiten. Cordula Landgraf hat es sehr schön aufgezeigt, was wir in der Forschung versuchen, jetzt wirklich partnerschaftlich mit Patientinnen und Patienten und Angehörigen zusammenarbeiten, sie einbeziehen wollen in die Entwicklung der Forschung. Aber Gleiches gilt eigentlich auch für das gesamte Gesundheitswesen. Wir haben bisher in der Schweiz eigentlich eine Kultur gehabt, wo wir uns an Betroffene gerichtet haben mit sehr viel Information. Und man versucht dann dazu überzugehen, dass man von einer patientenzentrierten Versorgung spricht. Das ist das, was ich hier in der Mitte aufzeigen will, wo sich verschiedene Fachpersonen an die Betroffenen richten, so gut wie möglich einbeziehen. Was aber wahrscheinlich die Zukunft des Gesundheitswesens von uns verlangt, damit es wirklich eben ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse der Betroffenen selber, wäre eigentlich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, wo es zu einer informierten gemeinsamen Entscheidungsfindung kommt, das auch erfahrungsbasiertes Wissen einbezieht, wo Patientinnen und Familienangehörige ihre Kompetenzen entwickeln können und damit eigentlich zu Mitgliedern des Versorgungsteams werden und die gesamte Behandlung nicht nur auf das unmittelbare Krankheitsempfinden oder die Therapie der Krankheit abzielt, sondern den Fokus auf das individuelle Lebensprojekt legt. Wie ich gesagt habe, das kann man, und das haben wir vorhin sehr schön gehört, kann man das anwenden auf die Forschung, diesen Patienteneinbezug. Ich möchte jetzt aber hier zum Thema Selbstmanagement eigentlich lieber auf den direkten Austausch in der klinischen, also in der direkten Therapie, Behandlung, Pflege von Patienten fokussieren. Und es gibt hier einen sehr schönen Überblick, wie eigentlich so ein Einbezug von Betroffenen auf einem Kontinuum des Patienteneinbezugs funktionieren kann. Das wurde von Kollegen von uns in Kanada entwickelt, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Und die haben eben für den direkten Austausch zwischen Ärzten, Pflegenden, anderen Gesundheitsprofessionen und Patientinnen und Patienten, sagen sie, wie wir es schon vorhin von Cordula Landgraf gehört haben, natürlich kann man Patienten informieren. Also der Patient erhält Informationen über die Therapie. Das ist aber ein relativ schwacher Patienteneinbezug. Man kann Patienten konsultieren, ihre Meinung einholen, bevor man Therapieentscheidungen fällt. Da ist der Patienteneinbezug schon ein bisschen stärker, aber bleibt immer noch eigentlich, der Patient bleibt oder die Patientin bleibt immer noch in einer relativ passiven Rolle. Stärkere Formen des Patienteneinbezugs bedeuten eigentlich dann die Kollaboration, wo man gemeinsam Entscheidungen zur Behandlungspräferenz fällt und
dann vielleicht sogar auch ermöglicht, dass man partnerschaftlich zusammenarbeiten kann. Und da wären wir dann wirklich im Bereich der Selbstmanagementförderung, wo Patienten eben aktiv befähigt werden, um sich aktiv über den gesamten Behandlungsprozess auch an ihrer Behandlung zu beteiligen, indem sie lernen, mit ihrer Erkrankung umzugehen und sich dort so gut wie möglich einbringen. Das heißt nicht, dass wir alles an Patienten delegieren wollen. Das heißt, dass wir sie so weit befähigen, wie es ihnen möglich ist, wie sie motiviert sind und wie sie auch bereit sind, in diesem Behandlungsprozess aktiv teilnehmen zu können. Natürlich muss immer auch gelten, dass Patienten in Phasen, in denen sie sich nicht beteiligen können, durch das Behandlungsteam Unterstützung finden. Ich komme nochmal zum vorherigen Slide zurück. Was mir ganz wichtig ist, das haben wir vorhin schon so schön von Cordula Landgraf für die Forschung gehört, wenn wir partnerschaftlich zusammenarbeiten wollen, dann braucht es wirklich Ausbildung. Und ich möchte hier vielleicht noch kurz ergänzen, weil das Thema PPI mir auch sehr am Herzen liegt, dass es nicht nur Ausbildung braucht für die Patienten, damit sie sich aktiv beteiligen können, sondern es braucht auch Ausbildung von den Pflegenden, von Ärzten, wie sie Patientinnen und Patienten partnerschaftlich einbinden können. Also wir haben das ich komme nachher noch darauf zurück, in Studien, die wir selber durchgeführt haben, sehr schön gesehen. Wir haben in der Onkologie spezifisch eine Kultur, wo wir eigentlich gerne alles für die Patienten machen, aber nicht so gerne mit den Patienten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben die meisten Therapien früher stationär verabreicht haben und einen sehr engen Kontakt mit Patienten hatten und es einfach gewohnt werden, dass wir für die Patienten agieren. Heutzutage braucht es einen anderen Ansatz und da müssen auch die Angehörigen der Gesundheitsprofession einen Kulturwandel vollziehen, wo sie lernen, wie man mit Patienten partnerschaftlich zusammenarbeiten kann. Ja, wie steht es um die Unterstützung des Selbstmanagements bei Menschen, die von Krebs betroffen sind in der Schweiz? Ich habe Ihnen hier Ergebnisse mitgebracht von der sogenannten SCAPE Study. Das ist eine Studie, die wir zunächst einmal durchgeführt haben in der Frankophonie. Das sind auch die Ergebnisse, die ich Ihnen heute zeigen kann. Wir sind derzeit an der Auswertung der zweiten Durchführung von SCAPE, wo wir auch deutschsprachige Spitäler, also onkologische Zentren einbeziehen konnten. Aber ich habe die Daten, kann ich leider hier noch nicht präsentieren, weil wir noch in den Auswertungen sind. Aber wir haben damals über 3.100 Fragebögen zurückbekommen von über 7.000 Patienten, die wir angeschrieben haben, die an verschiedenen Krebserkrankungen erkrankt waren, unter anderem eben auch hämatologisch-onkologische Patienten und es waren erwachsene Patienten, die an dieser Studie teilgenommen haben. Ich greife nochmal kurz zurück auf die Präsentation von Cordula Landgraf. Wir haben diese gesamte Studie mit einer Patientenexpertin zusammen geplant. Also die hat mit uns die Fragebögen übersetzt aus England und angepasst, sodass sie wirklich auf die Situation von Krebspatienten in der Schweiz passen und hat uns über den gesamten Studienverlauf begleitet, insbesondere auch in der Kommunikation der Ergebnisse. Ich bringe Ihnen diese Studie mit, weil wir eben hier einen schönen Vergleich machen können, wie waren die Erfahrungen der Patienten. Und wir sprechen von positiven Erfahrungen, wenn über 60% der Patienten rückgemeldet haben, dass sie positive Erfahrungen gemacht haben. Also alles andere haben wir dann eben orange-rot eingefärbt, um zu zeigen, dass hier deutlicher Bedarf ist an Qualitätsentwicklung in der onkologischen Gesundheitsversorgung. Und ich bringe Ihnen die spezifischen Fragen, die auch auf das Selbstmanagement abstellen, hier mit heute. Zum Beispiel bei der Mitteilung der Diagnose in dieser Phase der Diagnose. Diskussion und auch der Therapieentscheidung haben die Patienten unter 60% der Patienten angegeben, dass sie wussten oder dass ihnen gesagt wurde, dass sie ein Mitglied der Familie mitbringen könnten oder einen Freund mitbringen könnten, als man ihnen die Diagnose mitgeteilt hat. Und die Zahlen sind besonders tief für hämatologische Patienten, wie Sie hier sehen können, im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen.
Dann haben wir aber auch positive Resultate, die insgesamt zeigen, dass die Diagnosemitteilung taktvoll erfolgt und dass die Erklärung zu ihrer Situation verständlich war. Ist für viele Patienten auch gut, für hämatologische Patienten etwas weniger. Schriftliche Informationen scheinen in der Hämato-Onkologie noch seltener abgegeben zu werden als in anderen Bereichen. Wir haben wieder einigermaßen zufriedenstellende Ergebnisse, die über die Erklärung der Behandlungsmöglichkeiten, was aber die Nebenwirkungen angeht und die praktischen Hinweise auf den Umgang mit Nebenwirkungen und insbesondere die Nebenwirkungen, die erst später auftauchen, da sehen wir Zahlen, die eigentlich deutlich auf einen Verbesserungsbedarf hinweisen. Das heißt, im Bereich des Selbstmanagements können wir noch viel tun. Das zieht sich auch und das auch die Unterstützung und Betreuung zu Hause, dass hier insbesondere in diesem Bereich, wo es um die Betreuung zu Hause angeht, praktische Ratschläge zu bekommen, auch Unterstützung durch Pflege, Gesundheitsdienste und Sozialdienste. Dort gibt es sicher noch Bedarf, das zu verbessern. Was weiß man schon über Selbstmanagement? Also es gibt sehr viele Studien, die gemacht werden, um Programme zu testen, was man anbieten kann. Die zeigen auch Effekte, insbesondere auf die Verbesserung der Symptome, den funktionellen Status und die Lebensqualität der Patienten. Es geht also grundsätzlich nicht darum, die Symptome zu eliminieren, sondern vielmehr zu lernen, mit diesen Symptomen umzugehen und die Belastung der Symptome zu mindern, eben selber Lösungen zu finden, wie man mit Symptomen, zum Beispiel Fatigue, umgehen kann. Es gibt aber heute keine Evidenz, was die beste Selbstmanagementförderung wäre. Also da gibt es noch keinen Goldstandard, wenn man das so sagen will. Etwas frustrierend vielleicht für Sie ist, dass die meisten Studien mit Brustkrebspatienten durchgeführt wurden und im Bereich der Lymphome noch deutlich Nachholbedarf besteht. Aus der Broschüre, die das BAG jetzt gerade erst kürzlich publiziert hat, kann man klar sehen, dass Selbstmanagementförderung basiert auf Wissen, Fertigkeiten und Haltung, um die Kompetenz von Betroffenen und Angehörigen zu stärken. Und die bringt Nutzen nicht nur für die Patientinnen, also die Betroffenen und Angehörigen, sondern auch für die Fachpersonen im Gesundheitswesen. Die sind in der Regel zufriedener und haben auch den Eindruck, dass sie einen besseren Behandlungserfolg haben und eine bessere Versorgungsqualität. Und der Nutzen für Betroffene und Angehörige ist wirklich, dass sie eine bessere Balance finden zwischen Alltag und Krankheit für ihre Lebensqualität, aber auch für ihre empfundene Gesundheit. Ja, das machen wir bereits und das könnten wir schon machen. Weil ich Pflegefachperson bin, bringe ich Ihnen das mit. Schon 1936 hat man bei diabetischen Patienten darüber geredet, wie wichtig Patientenedukation ist. Also, dass sie wirklich einbezogen werden müssen in ihre diabetische Versorgung das über eben nicht nur Information, sondern Unterstützung, dass sie Fähigkeiten, Fertigkeiten erlernen können, um mit Problemen im Alltag umzugehen, die sich stellen aufgrund ihrer diabetischen Erkrankung. Im Bereich Krebs sind wir da noch nicht so weit. Das findet eigentlich erst in den letzten 10 bis 15 Jahren statt, dass wir uns darüber Gedanken machen. Aber es gibt Prinzipien, die eingehalten werden sollten. Und die sind eigentlich auch sehr schön in dieser BAG-Broschüre zusammengetragen und die betreffen eben nicht nur die Betroffenen selber, sondern auch die Angehörigen. Die Betroffenen selber müssen natürlich einen Umgang mit Krankheit und Behandlung erlernen, die sich auseinandersetzen mit den Auswirkungen auf das eigene Leben, aber auch lernen, für sich selber zu sorgen, Ressourcen zu mobilisieren, sich an einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zu beteiligen. Aber es gibt genauso auch Anforderungen an die Angehörigen, die auch zu sich selber Sorge tragen müssen, auch akzeptieren und Gelassenheit lernen müssen, selbst reflektieren müssen, wie sie in dieser Situation vielleicht proaktiv auch handlungsfähig bleiben und Unterstützung annehmen. Und die Fachpersonen, wie ich gesagt habe, müssen auch lernen, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, eine offene Meinungsäußerung zu ermutigen, Arbeitsmethoden und Interventionen an den individuellen Bedürfnissen ausrichten und nachhaltig zu begleiten und auch interprofessionell zusammenzuarbeiten.
Es gibt sehr viele verschiedene Angebote. Sie kennen sicher die Angebote der Krebsligen. Vorhin gab es die Frage, gibt es Selbsthilfegruppen? Es gibt von Selbsthilfe Schweiz auch eine Suchfunktion, wo Sie in Ihrem Umfeld Selbsthilfegruppen finden können. Also das zusätzlich natürlich zur Website Ihrer eigenen Organisation. Und wir machen in der Pflegewissenschaft auch Forschung, wo wir zum Teil mobil, also mit elektronischen, digitalen Tools unterstützte Versorgungsmodelle testen. Ich habe Ihnen hier mitgebracht ein Projekt aus der Uni Basel von Kolleginnen von mir, die für allogene Stammzelltransplantationspatienten ein ganzes Versorgungsmodell entwickelt haben, wo sie über E-Health-Applikationen mit Patienten die besten Lösungen für die individuellen Probleme, Symptome und Anforderungen im Verlauf der Erkrankung diskutieren können. Ich selbst war seit 10 Jahren jetzt involviert in die Entwicklung vom Symptom Navy Program, wo wir mittlerweile auch einen Verein gegründet haben, um den Patienten diese Selbstmanagement-Unterstützungsmaßnahmen nahebringen zu können. Beinhaltet aber auch dieses Programm eine Schulung von Pflegefachpersonen, die in der Onkologie arbeiten, damit sie eben lernen, das Selbstmanagement von Patientinnen und Patienten zu unterstützen. Für die Patienten ist es in erster Linie so, dass wir für mittlerweile 18 Symptome unterstützende Flyer entwickelt haben, wo Patienten sich selber einschätzen können, wie geht es ihnen zum Beispiel mit dem Symptom Angst und was können sie selber für sich tun, um mit dieser leichten Ängstlichkeit oder etwas stärkeren Ängstlichkeit, das wäre dann im orangen Bereich, umzugehen oder welches sind die Zeichen, die mit Angst einhergehen, die einen unmittelbaren Kontakt mit dem Behandlungsteam notwendig machen. Und alle Symptome sind quasi in diesem Format organisiert und stehen Patientinnen und Patienten auch gratis zur Verfügung. Krebsorganisationen können sich aber können Mitglied werden bei unserem Verein und haben dann auch Zugang auf die Schulung. Ein anderes Projekt, in das ich auch involviert bin, das ich Ihnen noch zeigen wollte, Frau Professor Wolf hat uns ja schön aufgezeigt, die Ansätze der integrativen Medizin. An der Uni Zürich wurde eine App entwickelt, die Krebsbetroffene bei der Entspannung unterstützen kann. Und wenn Sie sich dafür begeistern, dann suchen wir immer noch Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer, die diese App testen und sich an dieser Studie beteiligen. Sie können das gerne sich gerne auch an mich wenden, wenn Sie Fragen haben oder an das Studienteam. Ich habe Ihnen hier. Ich komme nochmal zurück auf mein Ursprungseinstiegssymbol, wo ich eben hoffe, dass wir über diese Ansätze der Förderung des Selbstmanagements wirklich dazu kommen, dass wir uns nicht nur auf die Therapie der Krebszellen oder der Krebserkrankungen fokussieren, sondern eben dies immer im Kontext eines ganzen Systems machen, in dem eine Person und eine Familie, die von Krebs betroffen sind, lernen müssen, mit dieser Erkrankung umzugehen. Herzlichen Dank und ich hoffe, Sie haben